Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Dragon Age Inquisition. Und wir fangen schon wieder mit dem Astrarium an. Ich könnte ja kotzen. Egal. Eins haben wir schon geschafft. So schwer war es eigentlich nicht. Aber das sieht schon viel komplizierter aus. Alter, übertreib's halt. Das ist ein Pferd. Das sind irgendwie die Hufe oder so. Ich denke mal, mit einem Huf müssen wir anfangen und dann mit dem anderen beenden, oder was? So sehe ich das zumindest. Nur noch die Frage zu klären, wie machen wir das am geschicktesten? Ich habe eine Idee. Wir machen das Dreieck. So, und jetzt gehen wir einmal unten rum. Praktisch so tutto completo. So, 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 so. Dann so rum. So rum. Dahin, dahin. Dahin, dahin und schon fertig. Erster Versuch. Alter, ich bin so gut. Mittlerweile habe ich es ein bisschen raus mit den Dingern. Als ob ein Nostradamus auch so wäre. Naja, was soll's. Sternenbild Equinor. Das im Volksmund als der Hengst bekannte Sternenbild Equinor wird seit jeher entweder als sich aufbäumendes Pferd oder als sitzender Griffon dargestellt. Einige Scholaren mutmaßen allerdings, die ursprüngliche Darstellung des Sternenbildes sei eine Hala gewesen, was darauf hindeuten könnte, dass es sich eigentlich auf die elfische Göttin Gilanain, die Mutter der Hala, bezog. Bevor ihm bewusst eine neue Bedeutung gegeben wurde. Da jedoch Pferde in der Kultur der Neromenian, aus der das alte Reich von Tevinter hervorging, große Bedeutung hatten, wird diese Mutmaßung überwiegend als haltlos erachtet. Also gut, von mir aus. Wichtig ist 2 von 3. Ich finde es zwar immer ganz cool mit den Texten, aber das Wichtigste ist mir immer wirklich tatsächlich erstmal weg mit dem Scheiß. Einmal und nie wieder. Ich muss echt sagen, im Moment komme ich recht gut klar mit den Dingern. Auch im letzten Gebiet schon in... Das war eigentlich das letzte reguläre Gebiet. Kammwald, glaube ich, ne? Ja klar, da ging es auch schon so gut los. Oder gut rum. Oi, oi, oi. Stufe 16 Gegner. Oh, ich hasse die, das sind ja die. Hörst du wohl auf. So, gleich wieder auf dem Boden mit dir. Ich frage mich gerade, warum der da hinten nichts macht. Der backt scheinbar rum, ne? Der sitzt da einfach nur. Oh Scheiße, er kommt her. Verdammt! Bloß nicht sterben, der Inquisitor, weil dann dauert es immer viel zu lange. Kollegialerweise habe ich natürlich den anderen so gut wie gar keine vernünftige Ausrüstung gegeben und alles bei mir behalten. Und gleich nochmal. So. Jetzt ist er nämlich tot, bevor er richtig anfangen kann, glaube ich. Wenn das klappt. Ja, es klappt gut aus. Nein, er kommt noch her. Scheiße. Er stirbt halt bei mir. Ist okay. Tod ist tot, egal wo er stirbt. Plündern. Und dann haben wir schon respawn. Oh Scheiße, schon wieder so einer. Alter. Ja. Jetzt sind die Astrarien leichter, dafür die Risse härter. Verrückt. Achso, richtig, dass er überwiegend Feuerschaden bringt, also insofern fast gar nichts, diese Geschosse auf den zu schießen. Aua. Oh Junge, komm. Siegel hin. So. Wenn wir es gegen den nicht einsetzen, gegen wen dann? Scheint zwar auch nicht so viel auszumachen, aber es ist schon mal ein Anfang. Und wenn wir jetzt mit draufholzen, dann geht das eigentlich relativ schnell. Aua. So, geht mal in den Rest endlich. Boah. Harter Brocken. So, bloß weg mit dir, du Scheißriss. Sch
Tschüss. Die Kämpfe werden zunehmend härter. Gerade wieder bei den Rissen. Einfluss ist auch wieder ordentlich gestiegen. Alter Schalter. Also hier geht einiges voran. Genauso auch mit dem Level. Da sind wir auch schon fast wieder zur Hälfte durch auf die nächste Stufe. Was heißt fast? Das ist so ziemlich genau die Hälfte. 40 Einfluss. Oh hey. So, was tun wir jetzt? Das ist die Frage der Fragen. Ich glaube, ich gehe erstmal nach unten und sage dem Typen Bescheid, also diesem Fairbanks. So nach dem Motto, ey yo, die ganzen Chevaliers sind tot und ein paar Dämonen haben wir auf dem Weg dahin aus Versehen auch noch getötet. Das wird ihnen gefallen. Ihr habt meine Leute gerettet. Dabei waren wir uns sicher, sie wären tot. Vielleicht sind die Geschichten ja doch wahr. Natürlich sind die Geschichten wahr. Wer sind diese Freikämpfer der Deyuts? Die meisten von ihnen sind Deserteure. Alter Cassandra. Die waren, in einem Krieg zu kämpfen und zu sterben, der nichts mit ihnen zu tun hat. Vor kurzem jedoch haben sich die Freikämpfer organisiert und angefangen, alles und jeden anzugreifen. Ihre neuen Anführer verfolgen das Ziel, die Dales für sich zu beanspruchen. Mhm. Was denkt ihr über den Bürgerkrieg? Wenn ich einen Streit mit meinem Vetter habe, wird Wein verschüttet. Vielleicht verliert auch jemand einen Zahn. Doch wenn Selene mit ihren Verwandten in Fehde liegt, wird ein ganzes Land auseinandergerissen. Ist es für einen Bauern oder einen Waldhüter etwa wichtig, wer in Valruajo regiert? Nein. Und dennoch leiden sie. Wir sind alle erschöpft, Inquisitor. Erzählt mir etwas über eure Leute. Es sind einfache Leute. Die meisten von ihnen haben Angehörige verloren. Und sie alle haben ihr Zuhause verloren. Ich bin einigen von ihnen begegnet und habe ihnen geholfen. Dann fanden wir in dieser Höhle Zuflucht. Es hat sich herumgesprochen und noch mehr kamen. Wir wollen einfach nur überleben. So einfach ist das. Ich muss jetzt gehen. Gebt auf euch Acht. Ich hatte jetzt eigentlich auf eine Folgequest gehofft. Aber irgendwie haben wir noch einen Marker hier. Nochmal sprechen. Gibt es schon Neuigkeiten, Inquisitor? Die Freikämpfer sind besiegt. Ah. Sie haben so vielen meiner Leute Leid zugefügt. Doch das hat nun endlich ein Ende. Ich danke euch. Jetzt, wo die Freikämpfer fort sind, können wir uns vielleicht einen anständigen Unterschlupf suchen. Argons Karte wäre günstig gelegen. Inquisitor? Wer sind diese Freikämpfer der Deyuts? Die meisten von ihnen sind Deserteure, die es leid waren, in einem Krieg zu kämpfen und zu sterben, der nichts mit ihnen zu tun hat. Vor kurzem jedoch haben sich die Freikämpfer organisiert und angefangen, alles und jeden anzugreifen. Warte mal. Ihre neuen Anführer verfolgen das Ziel, die Dales für sich zu beanspruchen. Das ist doch genau das, was wir... gleicher Text nochmal. Toll. Wiedersehen. Ich muss jetzt gehen. Dann noch einen guten Tag. Ja, das Gleiche. So, dann wollen wir noch mal sehen. Weil hier ist noch ein Fragezeichen. Das kann ich aber nicht markieren richtig. Irgendwie total strange. Ist das im Lager oder ist das daneben? Ich kann. Das ist voll schwer mit der Karte. Oh, warte, hier, im Lager. Jetzt will sie sprechen. Gibt's das? Inquisitor, ihr habt Gertrud und die anderen gerettet. Vielen, vielen Dank. Gertrud? Ich hoffe, ich bin nicht zu dreist, aber wenn ihr vielleicht einen Moment Zeit hättet? Boah, bist du dreist. Ich wüsste gerne mehr über euch und die anderen Leute hier. Die meisten von uns sind aus dem einfachen Volk. Bauern, Fischer, Jolendo drüben ist Schmiedin. Wir sind nur ganz normale Leute, die versuchen, dem Krieg zu entkommen. Mhm. Was wisst ihr sonst noch über Fairbanks? Er ist ein guter Mann. Er fand uns, als wir ihn am dringendsten brauchten. Er hat uns beschützt. Allerdings redet er nicht gerne über sich, also weiß ich... Im Grunde weiß ich fast gar nichts über ihn. Doch so viel, ja? Ich bin hier. Wie kann ich euch helfen? Es geht um Fairbanks. Es gibt da so ein Gerücht, er sei von adliger Herkunft. Sobald dieser Krieg vorüber ist, werden viele von uns in die Dienste ihrer Lords zurückkehren, um ihre Felder zu bestellen und ihre Blagen großzuziehen. Die meisten Adligen wissen nur wenig über das Leben einfacher Leute. Wir sind ihnen vollkommen gleichgültig.
Fairbanks jedoch ist anders. Er ist ein großartiger Mann. Es gibt so vieles, was er tun könnte, wenn er nur die nötige Macht besäße. Wenn das Gerücht wahr ist, wenn Fairbanks ein Adeliger ist und wir einen Beweis dafür hätten... Versteht ihr, was ich sagen will? Aha. Was denkt ihr, Vivian? Eure Naivität ist einfach zauberhaft, Herzchen. Ebenso wie eure Höhle. Aber ich... Ich dachte nur... Weiß Fairbanks von diesem Gerücht? Ja, aber es gefällt ihm nicht und er will auch nicht mit mir darüber reden, der sture Arsch. Der sture Arsch. Dieses Gerücht, Fairbanks sei ein Adliger. Was genau erwartet ihr diesbezüglich von mir? Oh, ich wollte euch nichts aufzwingen, aber eure Reisen führen euch doch durch die gesamten Dales, nicht wahr? Falls ihr vielleicht irgendetwas findet, das hilfreich wäre... Ich habe alles, was ich weiß, in meinem Tagebuch festgehalten. Ihr könnt es euch gerne ansehen. Na dann. Dieses Gerücht, Fairbanks sei ein Adliger. Was genau erwartet ihr diesbezüglich von mir? Oh, ich wollte euch nicht aufzwingen, aber eure Reise... Das hat man doch schon. Ach, da ist das Tagebuch, da liegt's ja. Falls ihr vielleicht irgendetwas findet, das hilfreich wäre... Ja, halt die Schnauze. Beweise für Fairbanks adlige Abstammung. 0 von 3. Clara schreibt vor allem über das Leben im Lager beim stummen Beobachter. Zwischen ihren Erkenntnissen über Fairbanks finden sich immer wieder ausführliche Beschreibungen ihrer Bemühungen, Vorräte zu finden. Stummer Beobachter, Tag 30. Ich habe Fairbanks heute dabei ertappt, wie er sich ein altes Goldmedaillon angesehen hat. Auf ihm befanden sich die Abbildung irgendeines Vogels sowie der Leitspruch auf gesegneten Schwingen der Sonne entgegen. Merkwürdig. Stummer Beobachter, Tag 51. Unglaublich, was dieser alte Chef Calder für Geschichten erzählt. Er redet davon, dass Fairbanks den Leuten sogar schon vor dem Krieg geholfen hat. Calder sagt, ein paar Leute würden glauben, Fairbanks sei überhaupt kein Bürgerlicher, wie er behauptet, sondern ein Adliger. Ich frage mich, ob das irgendwas mit diesem Medaillon zu tun hat. Stummer Beobachter, Tag 52. Ich habe Calder weiter gelöchert. Damit ich endlich Ruhe gebe, hat er mir die Geschichte der Familie Lemarque erzählt. Lord Giroux Lemarques einzige Tochter hatte sich in einen Chevalier verliebt, der in den Diensten von Lord Giroux Feind stand. Irgendwann wurde sie dann von ihm schwanger. Lord Giroux war außer sich vor Wut und setzte Bernice auf die Straße. Dann ließ er ihren Liebsten ermorden. Wie grauenhaft! Bernice kehrte nicht wieder zu ihrem Vater zurück und floh in die Dales. Ihr Kind war eine Totgeburt. Lord Giroux bereute schließlich, was er getan hatte und vermachte ihr und ihren Nachkommen all seine Ländereien und Titel. Warum hätte er dies tun sollen, wenn er sich sicher war, dass das Kind nicht überlebt hat? Stummer Beobachter, Tag 56. Ich kann nicht aufhören, darüber nachzudenken. Was, wenn Fairbanks wirklich das Lemarque-Kind ist? Allein die Vorstellung, was er alles tun könnte, wenn er ein Adliger wäre und dieses Vermögen erben würde. Damit er seinen Titel zurückerhält, wird allerdings ein Beweis nötig sein. Nach allem, was ich über den Rat der Herolde gehört habe, darf es nicht den geringsten Zweifel geben, ob vielleicht das Medaillon ausreichend werde? Vermutlich nicht, so ein Medaillon könnte jeder haben. Vielleicht gibt es ja hier in den Dales irgendwas, das mir hilft, seine Abstammung zu beweisen. Ich weiß nur nicht, wo ich mit der Suche beginnen soll. Ich auch nicht. Vielleicht bei ihm selber. Aber wenn er nicht drüber reden will, nützt es auch nichts. Dass hier im ganzen Lager kein Händler ist, das kotzt mich an. So eine große Behausung. Ey, der war aber vorher noch nicht da, oder? Oder bin ich jetzt doof? Das wäre jetzt peinlich, wenn er die ganze Zeit hier war. Sei es drum. Was war, interessiert mich. Der Wal. So, ein bisschen was verkauft, genau. Libellentalisman, wer braucht so einen Dreck? Oh, das gibt gut Gold, sehe ich gerade. Statuette der mütterlichen Andraste. Gunari. Knochenrelikt lassen wir mal noch in der Tasche drin. Nur dank euch bin ich noch am Leben. Ich habe kaum etwas, das ich euch geben könnte. Doch ich werde euch ewig dankbar sein. Aha.
Wie seid ihr in der Viridium-Mine gelandet? Oh. Wir brauchten unbedingt Vorräte und haben versucht, etwas von den Freikämpfern zu stehlen. Die Mine schien nicht sonderlich gut bewacht zu sein. Und ich war damals in meinem Heimatdorf, in der Miliz. Ich weiß nicht, warum sie uns nicht getötet haben. Soweit ich mich erinnere, sprach Schwester Cousteau davon, uns nach Emprise du Lyon zu schicken. Aber vielleicht habe ich mich auch geirrt. Ich wüsste nicht, was sie dort mit uns anfangen sollten. Ich hoffe, bei euch ist alles in Ordnung. Die Vorräte, die wir aus Cousteaus Mine mitgenommen haben, waren uns eine große Hilfe. Nochmals danke, dass ihr uns gerettet habt. Keine Belohnung. Super. Schlechter Stundenlohn, wirklich schlechter Stundenlohn. So. Was ist hier? Edle Taten und edles Herz. Clara. Ach so, das ist für die Nachforschung schon. So, das soll ich jetzt als erstes machen, oder wie? Machen wir das doch. Es ist wirklich ein Geschenk des Erbauers. So, dann holen wir uns die Nack wieder raus. Nack, nack, nack. Und auf geht's. Ich glaube, da müssen wir hoch, oder? Ja, sieht fast so aus. Oder warte mal. Das sieht immer so komisch aus am Kartenrand teilweise. Geht's da noch weiter? Oder ist da Ende? Nee, da ist Ende, aber ich bin schon zumindest schon mal richtig gelaufen, weil da wäre ich gar nicht rübergekommen wegen der Mauer. Villa Morel. Da müssen wir hin. Irgendwo auf dem Gelände liegt also ein Beweis. Wieso rauscht's hier? Das war aber vorher nicht. 100 Pro. Da drin? Warum sollte ich das Schloss knacken, wenn die Tür daneben auf ist? Ah, guck mal an. Das ist ja das Ding. Tagebuch einer Hebamme. Dieses verschlissene Tagebuch wurde zwischen anderen wertvollen Gegenständen gefunden. Es ist in Leder gebunden und am Rand mit massivem Silber verziert, was vermutlich der Grund ist, warum es aufbewahrt wurde. Ein paar Einträge sind noch lesbar. 16. Hering, 9.8. Das ist der kälteste Winter, den ich je erlebt habe. Selbst der Fluss ist zugefroren und heute tobte außerdem ein fürchterlicher Schneesturm. Umso überraschter war ich, plötzlich ein Klopfen an meinem Tor zu hören. Ich ging nachsehen und da stand eine junge Frau. Sie sagte, sie suche nach der Fairbanks Kate. Die habt ihr gefunden, antwortete ich ihr. Und jetzt kommt erstmal mit diesem scheußlichen Wetter raus. Oder aus diesem scheußlichen Wetter, ne? Sie schlug ihren Umhang zurück und ich konnte sehen, dass sie schwanger war. Weniger als 2 Wochen vor der Geburt. Bitte, bitte, helft mir. Sie war den Tränen nahe, also brachte ich sie ins Haus und setzte sie mit heißem Tee und warmen Pantoffeln vor den Kamin. Sie ist jung und nicht älter als 20. So zart wie ihre Hände sind, kann sie ihrem Leben noch nie körperlich gearbeitet haben. Ihre Kleidung ist schmutzig von der Reise, aber von erlesener Qualität. Allein ihr Mantel muss mindestens 50 Gulden wert sein. Er ist wunderschön, blau mit Fuchspelz besetzt. Ihr Name ist Bernice. Aber das ist auch schon alles, was sie mir verraten hat. Viele der Mädchen, die hierher kommen, wollen nicht sagen, wer sie sind. Ich verstehe das. 25. Hering, 9.8. Bernice hat ihr Kind bekommen. Es ist ein Junge, gesund und mit vollem Haar, den sie Evarist nannte. Sie wollte mich mit meinen Schwerten, Sie wollte mich mit meinen Schweren mit einem Falken verzierten Goldmedaillon bezahlen. Ah, es sah wertvoll aus und ich fragte sie, wem es gehöre. Ihrem Vater, sagte sie, aber sie wolle es nicht mehr. Mag sein, antwortete ich ihr, aber vielleicht will euer Sohn eines Tages wissen, woher er stammt. Erster Wintermarsch, 9.9. Ein neues Jahr ist angebrochen. Bernice durfte eigentlich gesund genug sein, um sich wieder auf den Weg zu machen. Aber es ist immer noch kalt und ich bringe es einfach nicht übers Herz, sie vor die Tür zu setzen. Ich werde sie bitten, als meine Gehilfin hier zu bleiben. Ich bräuchte schon länger jemanden, der mir hilft. Meine Finger sind nicht mehr so geschickt wie früher und sie ist ein kluges Mädchen. Sie wird eine gute Schülerin abgeben. Meiner Meinung nach ist das schon Beweis genug, aber gut, wir suchen weiter. Was haben wir denn noch? Da ist noch eine und hier ist noch eine.
Ah, wir können jetzt schnell reisen dahin, das ist praktisch. Da kommen wir ja sowieso nirgends hin. Gut, da müssen wir ja sowieso wieder rüber, aber jetzt mache ich mal die Schnellreise dahin und sammle das Teil auch noch ein. Dass wir da mit der Quest auch vorankommen. Denke mal, einen Artikel können wir heute noch lesen. Beziehungsweise auch holen natürlich, nicht nur lesen. Erst müssen wir ihn holen. Ach, guck mal an. Sind die jetzt hier eingezogen? Tatsache. Gerade waren sie noch im Lager, eine Schnellreise weiter und sie sind hier. Unter dem Schutz der Inquisition. Sir August ist tot. Wenn das so weiter. Achso. Den haben wir schon mal gelesen, ist nichts Neues. Ich habe schlicht das Plündern vergessen vorhin, weil da habe ich ja einige abgemurkst. Da unten liegt noch mehr, Alter. Hauptsache, wir haben das Dalish-Buch. Das heißt, beim nächsten Mal Requirierung können wir dann abgeben. Beziehungsweise, wenn wir beim nächsten Mal im Lager sind, können wir die Requirierung abgeben. Da pinkt schon wieder was. Achso, das ist jetzt dieses Buch. Oder wieder ein Buch. Geh weg. Nebendran scheinbar. Banner der Dalish. Ach, guck an. Neues Banner für die Burg. Da geht's rein, Merrick. Auf geht's. Der einzige Grund, warum ich den mit hab. Und weil er tolle Sprüche abgibt. Nee, Merrick ist schon ein cooler Typ. So, das ist schon mal das Buch. Nehmen wir erstmal dieses hier. Überall so Bilder. Ziemlich prunkvoll. Okay, Krieg um Perendel. Ist es erstmal nicht das, was ich suche. Olé! Wappenkunde und Symbolik. Dieses Buch wirft einen umfassenden Blick auf die bekannten Adelshäuser in Orléans. Besonders interessant sind einige Sätze des Eintrages über das Haus Lemarque. Armie Lemarque gründete dieses altehrwürdige Haus zur Zeit von Kaiser Cordelius Drakon. Bedauerlicherweise endete der Stammbaum mit Lord Giroux Lemarque, der seine einzige Tochter Bernice verstieß. Der Schild der Lemarques zeigt einen Falken auf blau-goldenem Hintergrund. Der Leitspruch des Hauses lautet: Auf gesegneten Schwingen der Sonne entgegen. Ja, das ist das, was sie vorhin gesagt hat. Wie viele Beweise braucht man denn noch bitte? Immer so kompliziert. Da sind die Fragezeichen. Guck mal noch schnell, was das sein soll. Glaube ich, das ist nochmal eine Sehenswürdigkeit. Und da ist noch eine Quest. Sehenswürdigkeit plus Quest. Beobachterpass. Beanspruchen. Andrastes Weg war schwierig, genau wie der unsere, aber wir gaben nicht auf, genau wie sie. Und wir werden belohnt werden, genau wie sie. Genau so. Wo startet es diese scheiß Quest? Ach hier, nehmen. Die Nöte einer Witwe. Ist das nicht das, was man eigentlich. Egal, lesen wir mal durch. Mein geliebter Sohn Robert ist letzte Woche gestorben. Er fiel einigen Männern zum Opfer, die einst die Farben unserer geliebten Kaiserin trugen. Seine sterblichen Überreste wurden verbrannt, wie es unsere Kirche verlangt. Und sein letzter Wunsch war es, dass seine Asche auf dem Plateau mit Blick auf den großen Wald verstreut wird. Da jedoch Banditen und Verräter diese Wälder heimsuchen, kann ich ihm seinen Wunsch nicht erfüllen. Weiter als bis hierhin kann ich nicht gehen, aber es gibt auf dieser Welt auch gütige Seelen und ich bete zum Erbauer, dass er eine von ihnen zu uns schickt. Vielleicht kann sie ja dorthin reisen, wo ich nicht kann. Andraste wird mit Wohlwollen auf jene herabblicken, die das Flehen einer Witwe erhören. Mit gebrochenem Herzen, Witwe Karen. Dann ist er der Vater oder der Mann und nicht ihr Sohn. Wir Gut, haben dann habe ich jetzt das verwechselt. Adelskarte und können ein neues Leben beginnen. Ja, richtig. Habt ihr. Aber ich hab noch mal eine Quest irgendwie mit Urne oder Grab oder. Ja, genau, hier. Ergebenheit. Aber das war wieder eine andere. Verstehe. Und da startet noch eine Quest. Risse beim Pavillon. Schön, euch zu sehen. Ja, das Gleiche. Das Ich sind hasse wirklich dich. hübsche Schuhe. Was? Koloss der Roten Templer, umhauen.
Vor allem so nah am Lager, ey. Immun, wer hätte es gedacht? Gott, das ist ein Riesenvieh. Pflastert er hier alles zu mit seinem roten Lyrium-Scheiß. Recht zäh, das Ding. Ich glaube, so einen hat man noch nicht bisher. Als Gegner. Irgendwelche Schrecken und Schatten hat man schon, aber Kolosse? Ich meine nicht. Ich nehme an, ihr unterstützt die Kirche aus geschäftlichen Gründen, Varric? Nein, das war eher eine persönliche Entscheidung. Wirklich? Ihr könnt unmöglich einer der Gläubigen sein. Ich mag es nicht, wenn sie explodieren und ganze Städte zerstören. Mit Glauben hat das nicht viel zu tun. Ach so. Ich glaube auch. So, wie sieht's aus? Da ist ein Portal und nochmal was zum Beanspruchen. Gut, für heute haben wir aber genug gesehen. Das war's. Danke, Leute, fürs Zusehen. Schreibt mal was in die Kommentare, hinterlasst eine Bewertung und dann bis zum nächsten Mal. Ciao.